Und jetzt ist die Ausstellung 4 Wochen alt und 25.000 Besucher sprechen eine sehr deutliche Sprache, welchen Erfolg diese Ausstellung bereits in Hamburg nach so kurzer Zeit hat. Und ich kann persönlich bestätigen, es ist wirklich wunderschön und man braucht sehr, sehr viele Stunden, um sich das Ganze auch sehr detailliert anzugucken. Und das freut natürlich vor allen Dingen auch den Sammler, den Spender, den Mäzen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Peter Tamm, wie fühlt sich das so an nach einem Monat Ausstellungserfolg? Also Sie werden häufiger kommen müssen hier, um überhaupt alles zu sehen. Aber ich freue mich, dass die Bevölkerung das sieht und dass vor allen Dingen dieses als Stiftung auch ankommt. Denn ich möchte gerne Schifffahrtsgeschichte, und zwar internationale Schifffahrtsgeschichte, erhalten und vermitteln. Wie kommt man dazu, Schiffe zu sammeln? Und zwar ja nicht in kleiner Menge, sondern in so einer riesigen Menge. War das Zufall oder wie sind Sie zu dieser Leidenschaft gekommen? Alles, was mit Sammeln zu tun hat, ist Zufall. Irgendwann, irgendwo in der Jugendzeit fängt es mal an. Der eine sammelt Eisenbahnen, der andere Flugzeuge. Ich fing eben mit Schiffen an. Und wenn Sie dann nicht frühzeitig aufhören, dann überwältigt Sie meistens eine Sammlung, wird immer größer und größer. Und zum Schluss jagen Sie nicht mehr die Sammelgegenstände, sondern die Sammelgegenstände jagen Sie. Und dann muss man sich überlegen, was man damit macht, wenn man ins Alter kommt. Hamburg ist das Tor zur Welt und die Touristenströme kommen vor allen Dingen wegen des Hafens. Das scheint ja eine ganz besondere Faszination auszuüben. Was ist an der Schifffahrt so faszinierend? Ja, dass sie eben weltweit ist. Das kann ich sagen, Schifffahrtsgeschichte ist Menschheitsgeschichte. Ohne Schifffahrt hätte es nie Weltgeschichte gegeben. Wären nie die Völker zusammengekommen. Und auf See muss man sich bewähren. Die See ist, wie Sie an dem Bild hinter mir sehen, immer noch die Urmutter der Natur und die zwingt uns in die Ordnung, nicht wir sie. Und auf See gelten alle die Regeln, die an Land gelegentlich verloren gehen. Es gab im Vorfeld der Ausstellung auch Kritik, dass Sie mit dieser Ausstellung oder mit Teilen der Ausstellung vielleicht den Krieg verherrlichen würden oder das Militär. Was entgegnen Sie diesen Kritikern? Also erstmal, diese Kritiker sind meistens die, die nie hier waren, sondern die haben die gleiche Kritik, so wie das heute ja üblich ist. Alle haben eine Meinung, aber keiner hat eine Ahnung. Und ich möchte das gerne umdrehen und erstmal die Ahnung vermitteln und dann bitte Kritik. Und was Kriege anbelangt, kann nur ein Verrückter sagen, dass man sie verherrlicht. Kriege sind nicht zu verherrlichen. Und im Gegensatz zu diesen ganzen Kameraden habe ich das Vergnügen oder das zweifelhafte Vergnügen, einen mitzuerleben. Meine halbe Klasse ist dabei draufgegangen. Mich muss man über Krieg nicht aufklären, aber es wäre gut, wenn diese Herren mal darüber nachdenken, wie sie denn zustande kommen. Denn man sollte sie verhindern. Wenn sie erst mal laufen, ist zu spät. Das Maritime Museum ist jetzt ein Stück Hamburg. Sie selbst sind auch ein Stück Hamburg. Sagen Sie unseren Zuschauern noch mal, was Sie persönlich mit der Hansestadt verbinden. Was macht für Sie Hamburg so anziehend? Ja, es ist meine Vaterstadt, meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, ganze Generation vorher auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, einer Stadt zu leben, die keinen Hafen hat. Also die Schiffe im Hafen, die geben das Leben und die machen auch unseren Wohlstand hier aus. Vielen herzlichen Dank, Peter Tamm, für diese persönliche Einschätzung.